So, da sind wir wieder zurück zu Let's Play Ratchet & Clank Part 20 schon. Der zweistellige Bereich mit der 2 am Anfang. Sehr cool, dass wir schon auf Part 20 sind und somit dem Sieg des Spiels ein Stück näher. So, schauen wir uns mal um hier. Was es hier denn so Feines gibt. Okay. Und den nächsten. So, gibt es hier noch irgendwas zu holen? Sieht nicht so aus. Okay, da müssen wir rüber. Noch irgendwas? Nee, dann los geht das. Das geht doch wie geschmiert hier. So. Kurz aktiv. Oder auch nicht. Erstmal gucken wir hier, was es hier so gibt. Ob wir hier irgendwas verpassen. Da waren wir schon, ne? Ja, davon da kommen wir. Denn noch hier lang. Einmal mit dem Fahrstuhl. So, Lampen nicht vergessen. So. Hier konnten wir nichts mehr machen. Da müssen wir gleich weiter. War hier hinten was? Sah so nach Plattform aus. Aha. Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir denn da hin? Wie kommen wir denn da hin? Da. So. Hier ist aber nichts. Nee, da können wir nicht lang. Dann war das nur dieses Schiff hier, dass wir das zerstören können. Das war knapp. So, die Lampen ignorieren wir jetzt einfach mal. Das ist ja nicht die Welt hier. 4 Bowls, was sind 4 Bowls? Nix. Den machen wir mal kaputt. Dann den hier. Den auch. Und den letzten, bitte. Da ist ein Gold Bolt. Ja, das ist doch nicht die Schwierigkeit. Dass der einen Zielpunkt verdient. Wusste ich doch, dass man die nicht umsonst kaputt macht. Tja, eine Trophäe. Zerstörerisch. Immerhin. Oh. Zurück zum Schiff, oder was? Und wo fährt er uns jetzt hin? Okay. Hier waren wir aber schon. Aber das ist tatsächlich zurück zum Schiff. Naja, gut zu wissen, dass wir so einen Weg haben, dann müssen wir nachher nicht zurücklaufen. Aber wir fahren natürlich wieder zurück.
dass wir die Schiffe alle kaputt gemacht haben. Sonst hätten wir keinen Stilpunkt und keinen Goldbolt. Okay, Goldbolt vielleicht. Aber kein Stilpunkt. Hier müssen wir lang. Sehe ich das richtig? Nein, von da sind wir gekommen. Wir sind fertig. Den hätten wir da doch rauf müssen, aufgehen müssen. Dann nochmal zurück. So. Egal, drehen wir eine Ehrenrunde. So, und jetzt aber schnell zurück. Wir wollen ja noch weiterkommen hier. So, dann haben wir hier alles. Würde ich mal behaupten. Ja. Und dann geht das jetzt zurück zu einem anderen Planeten. In dem Falle jetzt zur Kogor-Raffinerie und durchsuche mal das Labor. Soweit wir natürlich kommen. Ja. Dafür brauchen wir jetzt den Helm, oder? Okay, oder so. Denn mit Clank. Alles klar, da haben wir wieder was vor uns. Gibt's hier eine neue Waffe? Können wir nicht benutzen. Okay, dann brauchen wir noch einen anderen Helm, wa? Aber Clank beschert uns auf jeden Fall schon mal ganz viele Bowls. Ich hoffe, der Planet ist jetzt nicht... Och du Scheiße. Der ist ja riesig, der Planet. Riesig. Okay, das wollte ich zwar nicht so machen, aber... Na gut. Was können wir denn groß machen? Jetzt müssen wir jetzt hier lang. Ich glaube, da kommen wir ohne Hilfe von kleinen Robotern nicht durch. Genau, da sind schon welche. Roboter können nicht klettern, aber mit dem Betretenbefehl schickst du sie in die Roboter-Ports. Dann geht da doch mal durch. So, den nächsten holen wir uns noch. Du folgst uns natürlich auch. So, und jetzt geht ihr alle mal hier rein. So, und jetzt bitte einmal den Weg frei machen. Oh, sonst kommen wir da nicht durch. So, ich lenke ihn nach hier ab und ihr wartet hier erstmal. Ich lenke ihn so ab. Und jetzt bitte einmal Angriff. Genau. Können wir da noch hoch? Bitte einmal betreten. So, das lief doch gut.
Hier schauen wir uns nochmal um. Okay, da brauchen wir definitiv Ratchet. Alleine wird das nichts mit Clank. Was ist denn das hier überhaupt? Okay, es sieht echt unschön aus. Naja. Hey! Hab doch geboxt. Er läuft im Kreis. So, die Kisten auch noch mitnehmen. Wir haben hier nichts zu verschenken. Wieder das gleiche Spiel. Das werden wir alleine nicht hinkriegen. Wir brauchen wieder Roboter. Und hier sind auch schon zwei. Arsch. Bitte einmal den nächsten. So, alles einsammeln. 6 Stück. Okay. Ich hoffe, 2 Stück reichen hier schon. So, einmal bitte hier warten. Hey! Und Angriff. Ich weiß jetzt zwar nicht, wozu wir den jetzt hier angreifen mussten. Aber das werden wir wahrscheinlich noch früh genug erfahren. Jetzt dürfen wir aber nicht mehr daneben hauen hier. Ein Leben noch übrig und das sollte auch erstmal da bleiben, das Leben. Bitte einmal betreten. So. Da wartet ihr, das ist okay. Ihr könnt auch schon mal betreten. Aha, müssten ja hier 4 Stück sein. Und das ist auch so, gut. So, du kommst noch mit. Und ihr beiden auch noch. Und dann würde ich mal sagen, finden wir ja auf jeden Fall mit Clank noch so einen Helm, damit wir hier mit Ratchet durch können, weil ansonsten können wir hier nicht viel machen mit Ratchet hier hinten. So. Und einmal bitte alle betreten. Und das gleiche Spiel hier wieder. Einmal bitte hier warten. Hätte man auch besser lösen können. Ach so. Und folgen. Und ich bin nicht blöd, ich weck das sofort, was wir machen müssen. Wir müssen ihn hier stehen lassen. Und wir werden wahrscheinlich 1 oder 2 mitnehmen müssen. Der sich wiederum hier hinstellt. So. Genau. Jetzt können wir die herholen. Hier warten lassen. Falls wir da nochmal durch müssen, glaube ich aber nicht. Nee, aber wir haben immerhin hier diese Kiste mit sehr vielen Bowls. Also, und jetzt können wir direkt nochmal durchgehen. Gut. Lief doch gut. So. Mein Hund macht Alarm. Du
Level drauf. Okay, ihr könnt ja nicht. Das ist ja doof. So, dann müssen wir jetzt hier einmal die erstmal freimachen hier. Auch wieder eine Menge Bowls. So, du kommst jetzt hier rein. Könnt ihr mich... Ah! Ich hoffe, das waren jetzt alle. Ich kontrolliere lieber nochmal. Nee, eben nicht. Aber immerhin sollten die uns jetzt hier... Okay. Jetzt haben wir die Wesen schon mal hier drin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Passt. Betreten bitte. So, und eigentlich müssten wir jetzt hier auch gleich durch sein. Dann bekommen wir den Helm, den wir brauchen für Ratchet. Da sind auch die Stiefel. Dann haben wir in diesem Level die Stiefel und nicht die, den Helm. Da werden wir nochmal später wiederkommen müssen. So, hier ist auch nichts mehr. Dann war's das. Zwar ein bisschen überzogen, den Part. 2 Minuten irgendwas. Aber naja. Diese Magnetstiefel sind zum Begehen spezieller Metallflächen gedacht. Die Füße sind aber wohl zu klein, um sie zu aktivieren. Und die Trophäe magnetischer Lombax haben wir auch. Da ist nochmal ein Infobot. Den kriegen wir wahrscheinlich nur mit Ratchet. Wir können jetzt tatsächlich hier schon wieder zum Schiff. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auch erstmal hier runter und machen hier erstmal eine Pause und sehen uns dann hier im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao Leute.